Es ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Es ist kurz vor 3 Uhr auf der Intensivstation, geht der Alarm los. In Zimmer 4 muss die Patientin reanimiert werden. Die Wiederbelebung der Patientin fordert die volle Konzentration des Pflegepersonals. Alle müssen mit anpacken. Sie wissen auch, dass es Herrn B. im Zimmer daneben immer schlechter geht und er im Sterben liegt. Herr B. stirbt in dieser Nacht, alleine. Niemand hält seine Hand, niemand ist vor Ort. Vielleicht ist es der akuten Corona-Situation geschuldet, vielleicht aber auch nicht. Richten wir unser Blick in ein Seniorenheim. Frau H. wohnt seit fast 5 Jahren in der Einrichtung. Sie ist integriert, sie ist gesellig und sitzt im Essenssaal fest an ihrem Stammtisch. Mittlerweile wird sie aber immer schwächer und sagt, die Beine sind zu schwach, sie kann nicht mehr so gut laufen. In einen Rollstuhl will sie aber nicht. Wie sehe das denn aus? An Tagen, wo es ihr aber besser geht, steht sie auf und geht am Rollator zum Essen an ihren Stammtisch. An anderen Tagen bekommt sie ihr Essen aber allein ins Zimmer. Sie liegt dann im Bett, sieht eine weiße Decke an und zu den Mahlzeiten kommt das Pflegepersonal. Aber den Rest des Tages ist sie allein. Ob im Krankenhaus oder in Seniorenheim, es wird das Nötigste gemacht, weil schlichtweg keine Zeit da ist, um sich um alle angemessen zu kümmern. Hinter Abrechnungssystemen wie den Fallpauschalen oder den Pflegestufen verbergen sich Minuten. Minuten, die die rein technische Versorgung berücksichtigen, aber wo unterschiedliche Bedürfnisse und Anliegen überhaupt keinen Platz haben. Der eine ist traurig, weil er hier sein muss. Die andere vergisst ständig alles, weil sie eine Demenz hat. Und der nächste ist einfach traurig, weil er hier sein muss und der andere hat schlecht geträumt und möchte darüber reden. Wie viel Zeit bleibt einem bei 25 zu versorgenden Menschen und 3 Pflegemitarbeitern? Dieser ständige Zeitdruck macht sich auch bei den MitarbeiterInnen bemerkbar. Sie sind gehetzt, teilweise gereizt und machen kaum Pausen, häufen Überstunden an und sie gehen abends nach Hause und wissen, irgendwas wollten sie noch machen, aber sie haben es einfach vergessen. Diese Geschichten sind kein Einzelfall. Diese Geschichten erzählt meine Mama, die seit 25 Jahren in einer Pflegeeinrichtung arbeitet. Sie erzählen Freunde, die als IntensivpflegerInnen auf Corona-Stationen arbeiten. Diese Geschichten laufen so oder so ähnlich tagtäglich in deutschen Kliniken und Pflegeeinrichtungen ab. Sie sind die harte Realität von Millionen von Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten. Sie sind die harte Realität von Menschen, die als PatientInnen, BewohnerInnen und Angehörige immer wieder damit in Berührung kommen. Ungefähr ein Drittel aller Pflegekräfte überlegt nach der Corona-Pandemie die Pflege zu verlassen. Die Arbeitsbedingungen sind körperlich und psychisch zu belastend. Die Bezahlung ist oft mies und die Vereinbarkeit mit dem Privatleben kaum stemmbar. Oftmals heißt es aber nicht, dass Pfleger in ihrem Beruf nicht lieben. Viele machen ihren Beruf mit Hingabe. Sie sind bloß von einem System erschöpft, das keine erfüllende Pflegearbeit ermöglicht und das sie selber kaputt macht. Ich will diesen Menschen ein Gesundheitssystem erkämpfen, wo sie ihren Job mit Leidenschaft machen können. Für bessere Arbeitsbedingungen braucht es mehr Pflegepersonal über einen Schlüssel nach echtem Bedarf und Sofortmaßnahmen bei Unterbesetzung. Wir brauchen auch eine klare Aufwertung der Pflegeberufe durch eine bessere Bezahlung und Zulagen bei Weiterbildungen. Wir müssen ran an die Finanzierung und dafür müssen wir die jetzige Form der Fallpauschalen in Krankenhäusern hinter uns lassen und die Pflegeversicherung endlich reformieren. Es geht nicht allein darum, das Hier und Heute zu retten, sondern auch das Gesundheitswesen fit für die Zukunft zu machen. In kommenden 20 Jahren wird das Gesundheitswesen die am stärksten wachsende Branche sein. Wir müssen jetzt die Fehlschlüsse der letzten Jahrzehnte ausbessern. Lasst uns weg von dieser Geldmacherei in so lebenswichtigen Bereichen wie dem Gesundheitssystem und lasst uns hin zu einer würdevollen Pflege der Menschen für Empathie und Zeit statt Fließband. Ich bin überzeugt, dass Politik das beste Leben für alle ermöglichen kann. Ich bin überzeugt, dass wir ein Gesundheitssystem schaffen können für das Pflegepersonal, für Patientinnen. Dafür braucht es aber Lautstimmen in den Parlamenten. Und diese Stimme möchte ich sein. Denn wenn wir seit 397 Tagen in dieser Pandemie umherirren, ohne gute Karte, mit einer planlosen Bundesregierung als Wanderführerin, dann zeigt es, dass mit jeder schlecht kommunizierten Entscheidung das Vertrauen in Politik schwindet. Aus den letzten 3 Jahren als Landessprecherin der Grünen Jung Bayern mit dem Blick auf das vergangene Jahr ist mir eins besonders klar geworden. Eine gute Politik für die Menschen in diesem Land heißt Kompromisse finden, Bedürfnisse und Anliegen ernst nehmen, Entscheidungen gut zu kommunizieren, Fehler aber auch natürlich einzugestehen und es dann besser zu machen. Das ist für mich gute Politik und so möchte ich für euch in den Bundestag. Ich bin Saskia Weißhaupt. Ich bin die Spitzenkandidatin der Grünen Jung Bayern. Mein Anspruch war es noch nie, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn es deiner auch nicht ist, dann wähle mich auf Listenplatz 11.